Liebe Freunde, was läuft da beim Bauhaus? Ich muss da dieses mein Motorradschild umtauschen. Das war bemängelt worden bei meiner MFK-Prüfung des Yamaha Phaser. War das auch ein Mangel? Hier ist das Schild gerissen. Es ist von hier durch bis hier gerissen. Und jetzt muss ich das leider zurückgeben. Ich habe schon das Ersatzschild bekommen. Genau gleich. Aber das hier ist Geschichte. Und es mache das nicht gern. Dieses Schild war 40 Jahre an meinen Motorrädern. Es ist verrückt. Das Schild hat man früher immer Löcher gemacht, wenn man ein neues Fahrzeug hatte. Hier großes Loch. Dann hatte ich Geländemotorrad Montesa und das hat stark vibriert und hat das Loch kaputt gemacht. Ja, ich habe da auch eine Honda 57 gefahren. Einmal Honda 57. Italienischer Grosser, Angelotti Enduro Grosser hatte ich auch mal. Und als allererst hatte ich mal eine 250er Honda. Und da haben sich da die Löcher angesammelt. Und heute hat man ja die Halterungen, wie man hier sieht. Und darum haben die meisten Kontrollschilder keine Löcher mehr. Das ist ja auch das Ziel dahinter. Dieses Nummernschild reflektiert, ist sehr gut lesbar. Und bei den strengen Radarkontrollen in der Schweiz will die Polizei gut lesbare Schilder, damit sie die Raser alle dingfest machen kann. Ich warne sowieso jeden Motorradfahrer in der Schweiz, Motorrad zu fahren. Mit dem Rasergesetz ist das echt fürchterlich. Wenn du mal zu schnell bist, zahlst du sehr viel. Oder bist ein Raser und dann bist du fast ruiniert. Das kann dein Leben ruinieren, wenn du Raser wirst. Jawohl, so gefährlich ist in der Schweiz. Darum, liebe Deutsche, ich fahre lieber bei euch im Schwarzwald oder mal auf der deutschen Autobahn. Ja, dann demontieren wir das mal. Und das geht. So, schon demontiert. Muss ich da den Rahmen alles lösen und das neue Nummernschild dann reinpassen. So sieht es aus. Neu und alt. Das alte hat viel mehr Charme. Da ist Geschichte, Motorradgeschichte von Bauerhausi. Ist hier in diesem Schild. Jawohl. Hier meine Ausweiskategorien, alle 1975 gemacht. September, Oktober. Lange her. Was auch noch zu sagen ist, ich hatte auch mal einen Honda Shadow, einen 1100er Chopper, eine Weile. Und dann habe ich darauf den mein Harley Davidson Softail gekauft mit 1340 Kubikzentimeter. Der steht nach wie vor in meinem Lagerraum und hat leider einen leichten Motorschaden. Sehr wahrscheinlich Nockenwellenlager macht Geräusche. Der muss dann auch mal repariert werden. Jawohl. Und so sieht es aus. Zerbrochen. Ja, liebe Straßenverkehrsamt.
nach 40 Jahren gebraucht zurück. So, neues montiert, altes demontiert. Nicht wiederzuerkennen. Mein Motorrad nicht wiederzuerkennen. Ja, bei der nächsten Radarkontrolle der strengen Schweizer Polizei. Die werden ja die helle Freude an meinem Numeroschild haben. So gut ablesbar. Sie müssen sich nicht mehr konzentrieren. Es geht Ihnen sehr einfach, mich zu erkennen. Jawohl, liebe Polizei, das tun wir alles für euch. Ja, so, Bauerhaus ist in Bern angekommen, in meinem eingepackten Numero. Das werde ich jetzt da beim Straßenverkehrsamt geben. Nein. Kontrollschild zurückgebracht. Gebracht. Hätte ich auch hier einwerfen können. Ja. Wieder zurück nach Hause.